43.124 Nürnberg-Hamm Teil 2. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Nun fahren wir den Zug, den wir vorhin hier abgestellt haben in Teil 1, weiter bis Burgsinn. Und würde sagen, wir beginnen einfach mal. Bin erstmal hinter Sifa einschalten. So. Natürlich die AfB. So, dann so, das. Das. Ja, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. So. Jetzt natürlich noch ein bisschen warten. Weil wir hier, wie gesagt, rot haben, wie ihr seht. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Zug soweit vorbereitet. Warten jetzt hier einfach mal ab, was passiert. So, anscheinend tut sich noch nicht viel, aber es wird gleich ein ICE 1 kommen. Ich habe das Szenario schon mal angespielt, beziehungsweise gespielt. Deswegen haben wir nämlich auch noch Rot. Der wird da hinten gleich erscheinen. Und allzu lange wird das nicht mehr dauern. Da kommt er. Der wird nämlich jetzt hier auf dieses Gleis gelenkt.
So, und wir dürfen abfahren. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Dann schalten wir langsam auf. Das dauert jetzt naturgemäß wieder ein bisschen. Aber wir werden losfahren, das kann ich euch versprechen. Ihr seht's, langsam aber sicher. So, Geschwindigkeitsbegrenzung 45 km/h. Ihr seht es da oben, Befreiung nicht möglich. Tiefer. So, weiter oder schneller als 40 werden wir auch nicht mehr fahren. Weil wir jetzt, wie gesagt, gleich links in den Abzweig fahren und dann weiter nach Burgsinn. Da rennt es geradeaus weiter nach Fulda und Kassel-Wilhelmshöhe geht. So, befreien weiterhin nicht möglich. Geschwindigkeitsbegrenzung 125 km/h. Da werden wir jetzt nicht mehr drauf beschleunigen, weil das ist auch ein bisschen sinnlos, sagen wir mal. So, und dann gibt es gleich kurz vor dem Zielpunkt noch ein 500-Hertz-Magnet. Da sollten wir tunlichst unter 25 sein.
weil sonst gibt es eine hübsche kleine Zwanse. So, quittieren. So, gehen wir schon mal runter auf 25. Sicher ist sicher. Auch wenn es vielleicht noch ein Stück zu früh ist, aber besser zu früh als zu spät. So, dann fahren wir jetzt langsam zum Zielpunkt. Haben, glaube ich, noch einen Gleiswechsel. So, jetzt sind wir gerade, fahren wir gerade zu. Ich glaube, da hinten, wenn das rote an diese rote Fläche anfängt auf den Schienen, dann kommt der 500 Hertz Magnet. Wie ihr da schon seht. So, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das rote Signal ist direkt dahinter, was ich ja total liebe. Ironie off. So, ich müsste jetzt gleich das 500 Hertz Magnet anspringen.
Genau jetzt gleich. Zack, bleiben sie unter 50 und dann geht das langsam runter. Aber es sollte eigentlich hinhauen. Das sollte eigentlich hinhauen. Ich glaube, ich brauche gar nicht groß bremsen. Bremst schon von alleine. Wunderbar, Ziel erfüllt. Damit hätten wir es geschafft. So, da ich das ja schon mal gespielt habe, bekomme ich jetzt natürlich keine Medaille mehr. Ich habe vorhin Gold erhalten, so viel kann ich euch versprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal in einem neuen Video. Recht herzlichen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Bye, bye.